So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen OMSI-Part, zu einem neuen OMSI-Video, in dem wir hier auf der Linie 662 auf der Map Sittingen von Rathaus Sittingen aus unsere Fahrt fortsetzen. Und ich würde mal sagen, so, Tür auf, und lassen wir die Leute mal reinsteigen. Ja, ich habe mir eine Aufnahmepause gemacht, deswegen sind gar keine Leute mehr drin. So. Jetzt aber. Jetzt kann es auch weitergehen. Wir fahren in Richtung nächster Haltestelle. Ich habe ganz vergessen, ob der Wagen hier automatisch weiterschaltet oder nicht. Er schaltet automatisch weiter. Sehr gut. Goetheplatz heißt die nächste Haltestelle. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Uiuiui. Ja, es leckt rum. Tut mir leid. So. Haltewunsch drin. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle anhalten. Hier ist die Haltestelle. Boah, ich bin auch den Wagen überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich bin in letzter Zeit nur noch OMSI 2 gefahren. Ach ja, ich muss hier hinten aufmachen. Ja, ich bin in letzter Zeit nur noch OMSI 2 gefahren. Und das hat einfach ein bisschen was anderes, ne? So, normalerweise müsste ich jetzt hier auf die Busampel warten, aber ich glaube, das schenken wir uns mal. So. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie lang es noch ist. Das dürfte eigentlich jetzt in einen Part reinpassen. Und dann können wir auch im nächsten Part schon mit einem neuen Projekt fortfahren. Also mit einer neuen OMSI-Map, mit einem neuen OMSI-Bus. All sowas. Ich habe mir da schon was ausgedacht, schon was geplant. Werdet ihr dann sehen. So. Ja, inzwischen ist auch Weihnachtszeit, ne? Adventszeit und so. Seid ihr da angetan von? Ich ja nicht so. Ihr könnt ja mal so ein Stück weit sagen, was ihr so davon haltet. Und euch da mal ein bisschen auskotzen. Sowas kommt ja immer ganz gut. Steht übrigens eine Straßenbahn links. Auch interessant. So, jetzt wird's kritisch. Ich muss jetzt nämlich rechts abbiegen. Oh, 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 oh. Ah, das ist nochmal gut gegangen. Freiheitsplatz heißt nächste Haltestelle. Da gibt es vermutlich endlich mal die große Freiheit für uns. Und wir fahren jetzt hier gerade über eine Straßenbahnlinie. Also über einen Straßenbahnstrang, was auch immer, wie Gleise, was man jetzt auch immer dazu fachlich korrekt sagen will. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und da war eine Ampel, aber die habe ich jetzt mal gekonnt übersehen. Ja, ich muss zugeben, ich hätte vielleicht nicht ganz so hoch beschleunigen sollen. Wo ist die Haltestelle? Scheiße. Ich bin falsch rum reingefahren. Nichts passiert. So, da ist der Eingang. La 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 la. Da. Sehr gut. Ja, ich bin mal gewohnt, nach dem Anhalten an der Haltestelle nochmal ganz kurz abzuwarten, bis der hier geladen hat. Das ist nämlich in OMSI 2 so, dass man immer kurz warten muss. Und ich bin gewohnt, dass sich die hintere Tür automatisch schließt. Aber gut. Stattdessen haue ich lieber mal gegen das Mikrofon. Ich hoffe mal, das geht gut. Ja. Ui. Doch nicht ganz so gut, aber okay. Wollen die jetzt hier noch einsteigen? Nein. Gut, dann können wir jetzt rein theoretisch rechts abbiegen. Das ist nämlich jetzt der Weg der Linie. Und dann könnte ich mich auch wieder ein wenig sammeln und ordentlich vernünftig fahren. Ich werde mir erstmal ganz kurz die Nase putzen, weil das ist gerade nötig.
So, jetzt einhändig fahren hier um die Kurve rum. Oh. So. Geschafft. Ostrampe heißt die nächste Haltestelle, wo wir uns jetzt ja auch mal auf den Weg hin machen werden. Wir fahren die 62 oder 63? Moment, ich bin 62 fahren wir. Dann heißt, wir dürfen geradeaus durchfahren. Ich bin übrigens die Tage jetzt auch mal mit einem Citaro C2 gefahren. Also in echt. Ja, unglaublich. Ja, jetzt drückt er oder was? Ne, jetzt halte ich nicht mehr. Ist sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich auch schon aufs 3-Generationen Add-on. Das werde ich mir definitiv in Bälde besorgen. Das gibt es ja jetzt auch auf Steam für alle, die das nicht mitgekriegt haben. Ich glaube, ich muss mal eine L weiterschalten. Ja. Und dann werde ich das auch definitiv hier bald an dieser Stelle mal zeigen. Dann wahrscheinlich aber erst im neuen Jahr. Denn ich plane schon so ein bisschen vor. Und ich habe mir auch vorgenommen, auch wenn Weihnachten jetzt bei mir nicht so ein großes Thema ist, ein kleines Special einzulegen. Einfach ein paar mehr Videos über Weihnachten zu bringen. Das kommt uns, denke ich mal, allen zugute. Und das wird dann nicht nur Omsi sein, sondern da werden auch andere Sachen noch mit reingenommen. Ich habe zum Beispiel schon ein klasse Weihnachtsspiel gefunden, was wir dann gemeinsam spielen werden. Und ich hoffe mal, ihr seid dann natürlich mit von der Partie. So, kommen wir hier raus. Ja, die stehen da hinten an der Ampel. Sehr gut. Ja, ich hoffe mal, dass das alles soweit klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann sollten da pro Tag an Weihnachten mindestens ein, wenn nicht zwei Videos kommen. Lasst euch in der Hinsicht mal überraschen. Davor muss ich aber noch ein paar andere Sachen aufnehmen für die Tage, beziehungsweise die letzte Woche vor Weihnachten, die ja jetzt noch ansteht, letzte volle Woche. Und dann klappt das hoffentlich alles so ungefähr, wie ich mir das so alles vorgestellt habe. So, unsere 10 Minuten... Alter. Unsere 10 Minuten sind auch gleich schon wieder voll. Das bedeutet, wir werden dann gleich mal den Part beenden. Hoffentlich hier verlustfrei um die Kurve kommen. Sehr gut. Jetzt natürlich die Frage... Ah, wir müssen links abbiegen. So. Hinter dem Taxi einreihen. Schaufelberger Straße. Das ist bedauerlicherweise nicht ganz richtig. Okay. Also entweder meine rote Schrift da oben links spinnt oder aber man Ibe spinnt. Man weiß es nicht. Angeblich ist die nächste Haltestelle immer noch Ostrampe. Aber wir haben gerade einmal übersprungen und einmal gehalten. Das heißt, rein theoretisch kann das die Ostrampe nicht mehr sein. Was steht jetzt hier? Das... Hallenbad Sitzing. Was? Was? Ist das etwa... Hallenbad Sitzing? Wir halten hier gar nicht. Moment, warte. Moment. Sitzing, Westbahnhof, Hallenbad Sittingen, Rathaus Sittingen, Goetheplatz, Südring, Freiheitsstatue, Ostrampe. Okay. Ich habe das Gefühl, uns ist ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. Ich glaube, das war falsch gesagt, aber... Hallenbad Sitting, 19.34 Uhr. Wir hätten hier also schon vor 10 Minuten halten müssen. Deswegen haben wir jetzt auch 3 Minuten Verspätung. Was? Das ist... Ist uns da jetzt gerade einer hinten reingefahren? Das kann es doch nicht sein. Also, verstehe ich das richtig, dass wir uns verfahren haben? Das wäre ja dämlich. Das wäre mal richtig dämlich. Hier steht doch hier 662. Was wollt ihr denn von mir? Fahrt.
Mal gucken, was die nächste Haltestelle ist. Wenn das jetzt die komische Haltestelle ist, dann haben wir uns wohl über verfahren. Und dann gibt es ein Verfahren gegen uns. Aber da müssen wir leider aufhören. So, Erlen Park. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir uns tatsächlich verfahren haben. Erlen Park. Ja. Erfolgreich verfranst, würde ich dazu sagen. Haben wir überhaupt noch Fahrgäste an Bord? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns verfranst haben. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwo finde. Die Stelle genau, wo wir uns jetzt verzockt haben. Also hier war sicherlich noch alles in Ordnung. Beziehungsweise hier war schon nicht mehr in Ordnung. Warte mal ganz kurz. Was ist das hier für eine Querstraße? Ja, es ist keine Querstraße, aber 600. Was steht hier? Hallenbad Sitting. Ach, das ist. Haben wir hier nicht gehalten? Ja, hier haben wir schon gehalten auf dieser Linie. Auf dieser Fahrt. Rathaus Sittingen. Ich habe das dumpfe Gefühl, das ist. Sie haben sich unerlaubter. Ach ja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, müssen wir jetzt wohl oder übel an dieser Stelle diesen Part beenden. Leider ohne um an unser Fazit zu kommen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass uns das passiert ist. Aber gut. Beim nächsten Mal wird es dann hoffentlich ein bisschen erfolgreicher. Ich danke euch, dass ihr mit von der Partie wart. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle ganz einfach mal sagen, verabschiede ich mich, macht's gut und wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin.